haben wir 47 Wattstunden und 12,1 Volt bei der Batterie 4. Und jetzt gucken wir mal. Die erste Entladung war 44 Wattstunden von der Nummer 4 hier. Ne, das ist unser erster Entladezettel. Und da war die ja bei 10, 8, 10 Volt irgendwas, ne, wo der Wechselrichter eben abschaltet. Und jetzt sind wir schon über dem Wert und sind, hier hat man ja damals bei 12, 6, 8 gestartet. Und die ist halt wie, ach Quatsch, hier 12, 6, 3. Und die ist ja ruckzuck zusammengebrochen, ne? Und ja, moin. Also, obwohl sich der Innenwiderstand nicht, glaube ich, nicht geändert hat, sehen wir jetzt hier, dass die doch noch mal besser geworden ist. Ne? Also verlasst euch nicht ganz so hier auf solche Geräte oder auf den Innenwiderstand. Das ist eine schwierige Aussage. Also irgendwo funktioniert das schon, aber die Geräte, die Tests, wie soll ich das euch erklären, die machen eine Sekunde im Test. Ne? Und ich sage jetzt mal vereinfacht, dass wenn eine Sekunde kann die Batterie vielleicht funktionieren, aber vielleicht sollte die 100 Stunden funktionieren oder 10 Stunden funktionieren. Ne? Und da ist ein Test über eine Sekunde oder 5 Sekunden, kann niemals ein Entladetest ersetzen. Ne? Also das nennt man Schlöbel-Senke. Ne? Nennt man das Senke? Da habt ihr das richtig, den echten, richtigen Wert. Das ist hier, naja, sowas wie Fake-Dings, Wimpern, ein Lippenstift und so ein Zeug. Das funktioniert auch irgendwo, aber irgendwann wachst du früh auf und siehst das Elend. Wisst ihr, was ich meine?